Ja, cool. Dann vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Vielleicht erzähle ich erstmal, was, wie ich hier hingekommen bin. Das war eine ziemlich lustige Story, weil ich habe wann war es? Dezember, 6. Dezember, war das Google Cloud Summit und es ist quasi die größte interne Veranstaltung von Google in Deutschland, die sie abgehalten haben mit 2.500, 3.000 Leuten. Da durfte ich Teil der Keynote sein. Naja, den ganzen Tag dann irgendwie da auf dem Gelände verbracht und gelabert und irgendwann musste ich zurückfliegen, weil ich den nächsten Morgen hier in Frankfurt sein oder in Frankfurt sein musste bei PwC und dann gehe ich in den Flughafen rein. Auf einmal haut mich irgend so ein Typ von der Seite an. Das war halt Martin und er sagte dann: Ah, ich wollte heute eigentlich den ganzen Tag mit dir geredet haben, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Und naja, gut, dann. Ja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwie noch 1,5 Stunden mit Wartezeiten und Flug und so weiter verbracht. Und ja, so bin ich halt hier zugekommen. Also danke für die Einladung. Und dann möchte ich mal was darüber erzählen, wie wir das betreiben. Erstmal, wo wir herkommen, was wir gemacht haben. Ja, ich habe es einfach genannt, Our Mission to Future Workplace, weil Martin hat es auch schon gesagt, irgendwie Google ist nicht alles, ist nicht der gesamte Arbeitsplatz. Da gehört dann noch andere Software dazu, aber es gehört halt als, ich sag mal, zentrale Plattform mitten rein. Gut, ich komme von der Firma Viessmann. Wer Viessmann nicht kennt, wir sind ein Heizungshersteller. Heizungs-, Kühlsysteme, Industriesysteme kommen auch aus Hessen, aus Nordhessen, haben 12.000 Angestellte, Umsatz von 2,253 Milliarden oder so. Ja, und wie gesagt, wir haben uns dem Thema Digitalisierung gewidmet. Da komme ich gleich zu. Wir haben also. Das ist quasi der Punkt 1, wo wir herkamen, wie wir dann das Ganze evaluiert haben, was wir gemacht haben, wie wir dann Google bei uns eingeführt haben und was unsere bisher erreichten Ziele so sind. Genau, wo kamen wir her? Also, wir haben irgendwann gesagt: Okay, wir werden 100 Jahre alt. Das war im Jahr 2017, deswegen steht da 99 plus X. Also, wie viele Jahre schaffen wir es noch, wenn wir so weitermachen wie bisher? Das, was wir gemacht haben, war mit Sicherheit nicht schlecht, sonst hätten wir keine 12.000 Angestellten. Aber irgendwann kamen halt neue Geschäftsmodelle bzw. Wettbewerber auf der rechten Seite, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus der Startup-Szene herauskamen, die in sehr kurzer Zeit, wie zum Beispiel Tado oder Termondo, sehr viel Umsatz gemacht haben. Nest wurde von Google gekauft für Home-Automation. Ganz andere Firmenkultur, ganz andere Strukturen, andere Zusammenarbeit. Und wir haben uns halt einfach gefragt: Wie schaffen wir es auch, das nächste Jahrhundert quasi zu überleben? Aus diesem Antrieb heraus, beziehungsweise auch zu schauen, okay, wie arbeiten denn diese Unternehmen überhaupt, entstand bei uns eine relativ große Digitalisierungsstrategie. Das waren über 200 Einzelinitiativen und eine der größeren Initiativen war halt das Thema Arbeitsplatz der Zukunft. Arbeitsplatz der Zukunft hieß halt, okay, die Unternehmen sind an allen möglichen Standorten, sind vernetzt, die kollaborieren und das waren quasi so die ersten Anforderungen für unseren den Arbeitsplatz. Im Folgenden sind ja einmal dargestellt. Zum Beispiel möchten unsere Mitarbeiter ja nicht nur zentral aus Allendorf heraus arbeiten, weil Allendorf ist halt einfach ein Nest irgendwo in Nordhessen. Hat, ich weiß nicht, die Gemeinde hat 3.500 Einwohner oder so. Also da ist nichts. Viessmann ist größer als die Gemeinde. Unsere Mitarbeiter möchten von verschiedenen Endgeräten arbeiten. Früher war es halt irgendwie ganz klar: Hey, du musst das Arbeitsgerät der Firma nutzen. Du musst auch das Handy der Firma nutzen, wenn du denn eins kriegst, weil das war ja auch irgendwie so ein Statussymbol. Und alle diese Sachen haben wir halt gesagt: Okay, das müssen wir hinterfragen, weil in der Zukunft wird das einfach nicht mehr so sein. Und der wesentliche Punkt am Ende, dass unsere Mitarbeiter zusammenarbeiten möchten. Das einmal betrachtet, also zum Beispiel, wie war es früher? Wenn ich irgendwie Dokumentenerstellungsprozesse habe, ich schreibe irgendwas in ein Dokument rein, versende es per E-Mail, dann kommen Remarks von 5 Leuten zurück, ich muss alles zusammen in ein Dokument wieder packen, muss gucken, das Ganze konsolidieren, dann schicke ich es wieder raus, ist die Version nun in Ordnung, passt es euch nun? Das Ganze hat halt Ewigkeiten gedauert und diese ganze Kollaboration wollten wir einfach vereinfachen. Gut, dann sind wir hergegangen und haben gesagt: Okay, was sind denn unsere Ziele, die wir erreichen wollen, beziehungsweise was ist die Mission, die wir erreichen wollen mit unserem Arbeitsplatz der Zukunft? Der soll zum einen zugänglich sein von egal wo auf der Welt. Die Informationen sollen egal zu welcher Zeit zugänglich sein. Und wir wollen vor allen Dingen erreichen, dass wir mehr Flexibilität in der
IT-Infrastruktur für den Nutzer erreichen, aber auch mehr Team und Transparenz in unserem Handeln und natürlich die Vorgabe der Firmenleitung immer eher mal mindestens zu denselben Kosten, wenn nicht am besten noch günstiger. Gut, was haben wir gemacht? Wie eben schon gesagt, Anforderungen. Wir haben eine sehr starke Anforderungsanalyse am Anfang des gesamten Projekts betrieben. Ein bisschen was zu unserer Infrastruktur, die wir vorher hatten. Ich denke, wir sind hier auf einer IT-Ebene, wir waren voll starker IBM-Kunde. Wir hatten einen IBM Notes, was sehr stark integriert war. Wir hatten einen IBM FileNet P8. Wir haben das IBM Portal mit einem WebSphere dahinter gehabt. Also eigentlich alles, was man so von IBM haben kann und dadurch halt auch super stark integriert das Ganze. Als Dokumentenverarbeitung haben wir Microsoft Office benutzt. Gut, das Ganze haben wir uns angeschaut, haben einmal auf der einen Seite Standard-Requirements runtergeschrieben, wo wir gesagt haben, okay, was muss denn unser Nutzer wirklich können? Er muss irgendwie Dokumente teilen, er muss E-Mails schreiben können, Kalendereinträge, Videokonferenzen relativ einfach machen. Diese Sachen waren für uns so Standard-Requirements und dann sind wir hergegangen, okay, was haben denn unsere Systeme heute schon für, na ich sag mal, spezielle Funktionalitäten, die wir irgendwie dran programmiert haben? Am Ende des Tages stand da eine Liste von 350 Requirements, die speziell FISMAN waren, hingegen zu irgendwie 60, 70 Standard-Requirements, die eine Standardsoftware für uns mit sich bringen sollte. Und das zeigt halt schon so ein bisschen, wo wir, also ich glaube, das sind nicht nur wir, es sind auch viele andere deutsche Unternehmen, gerade traditionsreiche Unternehmen, die halt gesagt haben, okay, wir integrieren das alles super, machen das für den Nutzer gut erfahrbar, aber dadurch halt auch sehr schwerfällig im Antrieb und vor allen Dingen der Change, der dann da reinkommt, wird halt umso größer, je mehr ich das nachher integriert habe, wenn ich auf eine Standardsoftware wechsle. Diese Requirements haben wir genommen, haben das Ganze dann in einen Evaluationsprozess mit reingekippt, wo wir gesagt haben, okay, wir vergleichen IBM, also die haben auch eine neue Suite rausgebracht, nennt sich IBM Connections Cloud, versus Microsoft Office 365 versus der G Suite. Ist eigentlich auch eine lustige Story, G Suite hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ein bisschen bei Xing und LinkedIn in Gruppen rum recherchiert und irgendwann ja, quasi waren Events auch dazu, ihr könnt euch mal Google Apps for Work, hieß es da, noch anschauen. War ein Event hier in Frankfurt, okay, hingefahren und danach, ich weiß nicht, 2, 3 Tage später oder so, habe ich eine E-Mail bekommen, ja, wir kommen auch mal bei euch vorbei. Nach dem ersten Meeting waren wir alle so, oh, was haben die denn alles und was können die alles? So ungefähr wie Martin das gesagt hat. Frage? Ich wollte nur fragen, wann war das denn, in welchem Jahr? In 2015. Genau. Also der Evaluationsprozess fing da an, wie auch die Digitalisierungsstrategie und Rollout haben wir ab 2016 gestartet dann. Und das, die drei waren auch alle, die ihr euch überhaupt angeguckt habt oder für die ihr diesen konkreten Prozess gestartet habt? Gibt es da noch irgendwelche, die ihr dann quasi gleich rausgekriegt? Nein, also wir haben, die Frage ging dahin, ob die drei jetzt diejenigen waren, die wir uns insgesamt angeguckt haben oder ob wir noch weitere Wettbewerber gehabt haben. Nein, also wir haben ganz klar gesagt, okay, wir wollen nicht irgendwie den Best-of-Breed-Ansatz vom Generellen her fahren, sondern wollen eine Plattformlösung haben, an der wir nachher, gut und einfach Sachen integrieren können. Also das heißt, es gab keine Wettbewerber dazu, die wir uns angeschaut haben. Ja. Genau. In dem Evaluationsprozess haben wir auf diese 5 folgenden Punkte, das meiste Hauptaugenmerk genommen. Wir haben gesagt, okay, Usability ist ein wesentliches Feature für unsere Nutzer, dass es genutzt wird. Functionality, was stellt die Software uns für Funktionen zur Verfügung, beziehungsweise welche Use Cases, die wir vorher definiert haben, können wir damit abdecken. Lizenzkosten natürlich, Integration, Migration, also wie kriegen wir das Ganze denn nachher auf die andere Plattform, weil, wie gesagt, sehr stark integriert und aus einer integrierten Welt auf eine Standardsoftware ist nicht so einfach. Und das Thema IT bzw. Cloud Security, was wahrscheinlich, wie auch gerade schon erwähnt, sehr, sehr stark und kontrovers diskutiert wird. Also bei uns waren genauso die Bedenken, Google, können wir Google überhaupt nehmen und auch, die klauen unsere Daten und die schicken sie irgendwo hin und Nest ist ein Wettbewerber, das geht doch alles gar nicht. Was wir aber dazu sagen können, also wie gesagt, Cloud Security und IT Security werde ich auf der nächsten Slide noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wieso da Google nachher am besten abgeschnitten hat. Aber die wesentlichen Unterschiede, die wir gerade gesehen haben zwischen Microsoft und zwischen Google, sind halt, dass Microsoft mir gerade über die Jahre eine ganze Vielzahl an Funktionalitäten bereitstellt,
die halt gewachsen sind, auch aus ihrer Enterprise-Erfahrung einfach heraus. Google aber dadurch, dass es halt einfach 10 Knöpfe weniger hat, in vielen Fällen einfacher zu bedienen ist, beziehungsweise die Suche uns auch einen wesentlichen Vorteil dann nachher bringt. Das Ganze haben wir mit User-Testings immer wieder verprobt, haben verschiedene Nutzergruppen eingeladen, haben, ich sag mal, Spezialnutzergruppen wie Assistenzen, Einkauf oder solche, das sind, ich sag mal, in klassischen Unternehmen diejenigen, die halt wahrscheinlich, naja, diese oben links im Eck und dreimal runterklicken nochmal Funktionen am besten kennen. Die haben wir direkt am Anfang mit eingebunden, haben gesagt, ey, schaut es euch an, könntet ihr euch vorstellen, damit zu arbeiten? Und genau, das, was jetzt wirklich auf der Folie steht, ist halt das Ergebnis, was da bei den Tests halt rauskommt, dass Google halt einfach bei der Usability überlegen war und die Funktionalität halt bei Microsoft einfach ein bisschen größer ist. Wie habt ihr die da konkret gefunden? Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil wie habt ihr die auch überzeugen können, weil ich habe immer so das Gefühl, die Word-Nutzer, die sind so unglaublich in ihren 8 Milliarden Buttons da irgendwie drin und so ein Google Apps, Google Docs, das ist vielleicht so Word 2.0 Standard, ja. Ich persönlich finde es geil, weil man endlich wieder irgendwie was mitmachen kann und nicht ständig nur am Button suchen ist. Wie kriegt man die rum? Weil die ganzen Microsoft-Leute, die argumentieren ja immer nur über Features, Features, Features. Ja, danke für die Frage. Ich würde den Punkt gleich in 2, 3 Slides weiter mit aufnehmen, also wie wir das Ganze dann gemacht haben und wo wir da angegriffen haben. Was ich halt sagen kann zum Thema oder zum Zeitpunkt der Evaluation, wo wir halt gesagt haben, hey, setzt euch doch einfach mal vor, ich sag mal, ein Blanko-PC, da ist jetzt ein Office 365 drauf, da ist ein Google drauf und da ist ein IBM drauf. Wir haben denen eine Liste von diesen Use Cases gegeben, wo wir gesagt haben, hey, das sind Standard-Use Cases, die müsst ihr alle durchspielen. Haben die jedes Mal bewerten lassen, nach jeder Runde. Und darüber haben wir halt nachher auch ein, ich sag mal, sehr transparentes Ergebnis aufgrund von wirklich empirischen Aussagen bekommen. Also es war halt nicht irgendwie, dass wir gesagt haben, hey, denen hat das jetzt besser gefallen, sondern aufgrund der Auswertung dieser Fragebögen konnten wir halt ganz genau sagen, okay, in der Funktionalität bekommt Google beim Mail-Programm zum Beispiel eine 1,3, Microsoft eine 1,6 nur. So haben wir das quasi im Evaluationsprozess gemacht. Wie wir die nachher überzeugt haben, beziehungsweise wie wir das Projekt angegangen sind, sage ich 2, 3 Slides später was zu. Das Thema Lizenzkosten haben wir bei allen Anbietern gleich bewertet, weil wir gesagt haben, okay, ja, es gibt verschiedene, also es gibt Unterschiede, aber es geht halt nicht darum, wie viel das jetzt letzten Endes kostet, beziehungsweise im Betrieb kostet, weil nachher wird es halt eh irgendwie viel Geld kosten als Unternehmen. Es darf natürlich keins irgendwie 2 Millionen nach oben oder unten abweichen, das ist auch klar. Dann wären da schon Unterschiede gewesen, aber bei den marginalen Unterschieden, die man nachher, ich sag mal, mit einer G Suite, mit Zusatztools, mit einem reinen Office 365 Plan oder mit einer IBM Connections Cloud mit Zusatztools wieder hat, haben sich alle auf demselben Niveau bewegt. Das Thema Integration, Migration, gut, da war halt IBM ganz klar überlegen, weil da hätten wir nichts anderes machen müssen, als die IBM-Konnektoren zu verwenden, den ganzen Mist in die Cloud reinpusten, dann wäre alles da gewesen, aber bei Google und bei Microsoft wäre das halt anders gewesen. Und ja, genau, zum Thema Cloud Security würde ich dann jetzt was sagen, wieso wir Google da einfach als stärker bewertet haben. Wir haben halt gesehen, dass, also gerade im Evaluationsprozess haben wir uns erstmal der Cloud-Fragestellung allgemein genähert und haben halt geschaut, okay, worauf müssen wir achten, was gibt es für Punkte, die man als Unternehmen betrachten muss, wenn man in die Cloud geht, wie sieht das mit Datentransfer nach Amerika aus. Was uns aber halt aufgefallen ist, dass gerade in Richtung Compliance Google super, super transparent ist. Sie haben 800 Angestellte, die nichts anderes machen, als sich um ihre Security-Strategie und auch ihre Umsetzung nachher zu kümmern. Was halt darauf folgt, dass gerade unten der letzte Punkt, jede Hardware, die von Google benutzt wird, komplett von ihnen selber gebaut ist, beziehungsweise auch der Code, der darauf läuft. Und das ist halt schon, ja, ich sag mal, relativ schwergewichtig, wenn man mittlerweile sieht, dass Google mittlerweile der größte Rechen- oder der größte Hardware-Lieferanten für Rechenzentrums-Hardware ist, für ihre eigenen Rechenzentren, weil sie halt einfach so stark da rein investieren. Die Verschlüsselung im Transit and Address für alle G Suite-Apps, die ist komplett mit drin und ja, wie gesagt, der Punkt Transparenz, der uns halt wirklich
in der Evaluation sehr geholfen hat. Wir haben lange mit den Google Security Engineers diskutiert, okay, was passiert im Support Case XY, wenn einer von unseren Mitarbeitern, keine Ahnung, ein Dokument nicht mehr öffnen kann, könnt ihr dann den Inhalt einsehen, wenn das irgendwo in Google Docs noch festhängt auf euren Servern? Und solche Fragestellungen haben die halt alle, naja, nach, ich sag mal, bestem Wissen und Gewissen, beziehungsweise soweit, wie sie es auch sagen durften, beantwortet. Und das hat uns auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, auch ein Gefühl der Sicherheit nachher. Die Datenschutzaspekte, gut, haben wir unseren Datenschützer relativ früh mit eingebunden. Der fand es aber auch von Anfang an jetzt nicht so wahnsinnig kritisch, sage ich mal. Paul? Hallo, hallo. Ah ja, moin. Genau, also was für mich der spannendste Aspekt heute, was mich auch motiviert hat herzukommen, war vor allem, ja, ich sage mal, die Woche war ein interessanter Artikel im Handelsblatt. Microsoft steht ja jetzt praktisch gegen das FBI vom Supreme Court, wo es ja darum geht, ob Unternehmen, amerikanische Unternehmen grundsätzlich verpflichtet sind, auch die Daten, die außerhalb des US-Bodens gehalten werden, also in dem Fall ging es um Datenhaltung in einem Rechenzentrum in Irland, ob die verpflichtet sind, die rauszugeben. Und als es vor 2 Jahren anfing, habe ich gedacht, naja, das wird nochmal richtig brisant werden international. Jetzt sehe ich, dass hier wirklich ein bekannter Mittelständler, praktisch Google, das rausgibt, obwohl eigentlich die Rechtslage meines Erachtens nach nicht klar ist, bis praktisch diese Sache vor dem Supreme Court geregelt ist. Die Frage ist, was passiert dann? Wie geht Fissmann damit um? Weil es gibt ja keine Garantie, dass Google nicht gezwungen wird, Daten rauszugeben. Ob das jetzt Fissmann im Einzelnen trifft, ist eine andere Sache, aber das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung. Wie geht ihr damit um? Oder habt ihr da Vorbereitungen getroffen? Oder ja, was passiert? Also das Thema, ja, ist interessant. Wir haben uns dessen genähert, indem wir gesagt haben, okay, man könnte Verschlüsselung als mögliche Hürde sehen, um mal zu sagen, okay, man legt halt alles in die Google-Datenbanken verschlüsselt. Macht aber die Usability halt total kaputt nachher. Also der Punkt ist bekannt, klar. Der hängt ja im Zusammenhang mit dem Patriots Act, wo man halt sagt, hey, wenn Google angefragt wird nach unseren Kundendaten, informiert Google den Kunden darüber, das steht mit drin in den Verträgen. Das war ein Punkt. Wir haben halt gesagt, okay, in der Regel, also die Anfragen, das ist ja auch bekannt, dass die Anfragen in der Regel auf private Kunden der Anbieter halt gezielt werden. Wir haben das transparent gemacht, haben das quasi unserer Firmenleitung präsentiert und haben halt gesagt, okay, das ist ein Angriffspotenzial, wo wir halt sagen, okay, da könnten Daten an Dritte abwandern. Letzten Endes hat man aber gesagt, okay, das ist halt ein Potenzial, aber wenn wir es halt nicht schaffen oder als weiter auf unserer Infrastruktur zu beruhen und dadurch die Geschwindigkeit halt einfach verlieren, dann, ja, also man ist darüber hinweggegangen im Bewusstsein, dass das so ist. Ja. Genau. Ich würde vielleicht gerne noch eine Ergänzung machen. Ich habe heute Morgen auch gerade zu dem Thema, auch wieder in der Zeitung, auch Handelsblatt war es, glaube ich, Folgendes gelesen. Das Interessante in diesem Fall ist, dass jetzt auch die europäischen Institutionen, also auch die Datenschutzinstitutionen, dort auch angefragt worden sind von den USA. Also die können da auch eine Stellungnahme machen. Und das Spannende ist jetzt, dass die sich nicht dagegen aussprechen. Also das werde jetzt ja erwartet, dass die Europäer sagen, halt, ihr dürft das nicht. Ja? Aber die Europäer haben natürlich auch Sicherheitsideen. Ja? Und denen ist auch klar, man muss eigentlich regeln, in welchen Fällen ist das erlaubt. Weil wenn es hier darum geht, Drogenhandel oder andere Dinge zu bekämpfen, dann sind die Europäer und die Amerikaner gar nicht so weit auseinander. Und in der Vergangenheit lief das eben über Hilfegesuche. Ja? Also sprich, die amerikanische Justiz hat halt an die europäischen Hilfegesuch gemacht oder an das jeweilige Land. Und das hat dann auch die Daten beschafft, ja? Auch im Rechenzentrum des Kunden direkt, den Server mitgenommen, ja? Wenn es nötig ist. Ja? Und jetzt versucht man dort in die neue Welt zu kommen. Ja? Die neue Welt heißt dann vielleicht etwas anders in der Zusammenarbeit, aber das Spannende war jetzt an der Meldung eben, dass die Europäer nicht sich auf die Seite von Microsoft geschlagen haben. Weil Microsoft schlägt ja hier eigentlich den Takt und sagt, nee, wir wollen die Daten nicht rausgeben. Mhm.
Und die europäischen Institutionen waren jetzt gar nicht auf Seiten von Microsoft. Das ist das Spannende. Ja? Danke. Also hatte ich noch nicht gelesen dazu, aber ist auch interessant. Aber wie gesagt, wir haben das transparent gemacht, beziehungsweise alle diese Risiken, die wir haben. Und nachher war es auch im Wesentlichen, kann ich dazu sagen, war es eine Entscheidung für oder gegen Cloud. Wo wir halt gesagt haben, okay, wenn wir in die Cloud gehen, müssen wir zu Google gehen, weil es halt einfach das aus unserer Sicht einfach konsistentere Medium ist, wo wir mitarbeiten und kollaborieren können. Wenn nicht, dann sollten wir zu Office 365 gehen, weil wir damit halt noch Daten bei uns lokal im Rechenzentrum halten können. Gut, wir haben das Ganze eingeführt. Da geht es jetzt darum, also auch wie wir diese, ich sag mal, Pflegefelder angepackt haben. Wir haben am Anfang, also letztes Jahr dann Mitte des Jahres, die Entscheidung war irgendwann im Mai da, haben das Ganze vorbereitet, haben Projekt-Setup gemacht, haben gesagt, okay, in der Core-IT-Phase probieren wir erstmal die technische Grundlagen zu schaffen, dass wir Migration durchführen können von Nodes zu G Suite. Das hat uns einige Zeit gekostet. Dass wir ein gesamtes Trainingsprogramm aufgesetzt bekommen, dass wir Kommunikation ins Unternehmen hereinbekommen, weil wir haben ja auch gleich noch den weiteren Vortrag zum Thema Change bei so einem Projekt. Aus meiner Sicht ist das, was wir schlecht gemacht haben, nachher die Kommunikation gewesen, weil wir einfach zu wenig kommuniziert haben. Das merkt man aber, glaube ich, immer erst nachher. Und wenn das ein IT-Projekt ist, ist es halt immer, naja, sehr technisch versiert. Wir haben uns natürlich Leute aus dem gesamten Unternehmen, aus den verschiedenen Fachbereichen wie Kommunikation, wie Training und so weiter mit hinzugeholt. Aber trotzdem, als IT-Projekt ist es immer wenig Kommunikation, hingegen zum Unternehmen, was dem Nutzer nach ein schlechteres Gefühl am Ende des Tages gibt. Die Core-IT-Phase, gut, haben wir das Ganze einmal durchgeführt und haben halt erprobt, funktioniert das so, funktioniert das gut, haben die Leute 2-3 Monate darauf warten lassen. Bis halt erstmal die Mail-Migration funktioniert hat, dann die Kalendermigration musste später durchgeführt werden, weil die hat uns technisch echt Probleme gemacht. Ich glaube, das wäre alles einfacher, wenn wir von Office gekommen wären oder von der Exchange-Umgebung. Dann haben wir gesagt, okay, die Early-Adopter-Phase, das war für uns so eine Kenngröße von ungefähr 1000 Leuten, die wir jetzt Early-Adopter nachher auf der Plattform haben sollten, inklusive unserem gesamten Verwaltungsrat, Vorstand von uns. Das war auch ein sehr kluger Schachzug am Ende des Tages, die früh mit draufzunehmen. Das haben wir dann 2017 ganz am Anfang gemacht, beziehungsweise 2-3 aus dem Vorstand schon vor Weihnachten noch migriert. Das hat gut funktioniert. Wir haben am Ende des Tages Feedback eingeholt. Das war im April letzten Jahres. Auch wieder Feedback über einen Fragebogen. Okay, wie würdet ihr das und das bewerten? Was sollten wir noch anders machen? Wo können wir besser werden? Und haben dann gesagt, okay, hier sind die Ergebnisse, lieber FISMAN-Verwaltungsrat, sollen wir weitermachen oder sollen wir irgendwie Plan B nehmen? Gut, im Juni letzten Jahres haben wir angefangen, den Go-Live zu machen und sind jetzt gerade dabei, kann ich nachher auch noch mal eine Folie zu zeigen, dass wir ca. 90% aller Nutzer mittlerweile auf der Plattform haben. Liegt einfach daran, dass wir eine Gruppe noch zugekauft haben mit einer gehörigen Anzahl an Nutzern und dass wir für FISMAN China noch eine Lösung finden mussten, dass wir halt in China auch auf die Google-Dienste drauf zugreifen können. Was waren unsere Learnings daraus? Wie gerade schon gesagt, gerade den Verwaltungsrat, Vorstand so früh wie möglich mit einbinden, also von der Evaluation bis halt nachher auch bis zur wesentlichen Durchführung. Das hat uns sehr viel gebracht, dass halt zum Beispiel dass alles, was um den Herrn Fissmann selber herum war und sein Umfeld, relativ früh mit Google Docs gearbeitet haben. Dadurch geht das halt von oben nach unten ins Unternehmen relativ gut rein und das wächst sich in den Strukturen einfach nach unten hindurch. Die Kommunikation ist aus meiner Sicht ein sehr, 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 sehr wesentlicher Punkt bei so einem Projekt. Was auch wesentlich ist, man muss die Leute, die halt in dem Team drin sein sollen nachher, um sowas durchzuführen, dazu befähigen, bewilligen, wie auch immer, auch erstmal von links nach rechts drehen, weil in der Regel sind es die Leute, die jetzt gerade ein System verloren haben. Also gerade in der IT ist es so, ich reiße dem einen jetzt das Notes weg, dem anderen reiße ich das FileNet P8 weg. Also alles, was mit Dokumentenmanagement, mit Groupware, Kommunikation, mit Videokonferenz zu tun hat, ist auf einmal nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Und das sind halt mal locker irgendwie 15 Leute bei uns gewesen.
die wir auch erstmal dazu kriegen sollten, okay, ja, ihr müsst jetzt Google hier einführen und ah ja, wir sind klassische ITler, wir wollen keine Cloud, haben keine Lust darauf. Entweder ihr macht's oder es gibt im Moment keine andere Wahl. Wir müssen das jetzt einführen. Danach kann man gucken, was es für Optionen gibt. Das hat am Anfang viel Mühe gekostet und auch ja, viel, ich sag mal, Unterstützung des Managements gebraucht, weil da hat es sehr viele Einzelgespräche gegeben, alles eine sehr, sehr schwierige und auch kontroverse Situation für viele Leute natürlich. Aber am Ende des Tages sind, ich sag mal, 80% des Teams damit glücklich geworden, dass sie jetzt mittlerweile auch G Suite administrieren können, dass sie neue Apps darum bauen können, sich mit AppMaker, kommt nachher auch noch ein Vortrag zu, beschäftigen können. In dem Sinne war das, denke ich, recht erfolgreich an dem Punkt. Genau, sei sehr transparent in allem, was du tust. Das war auch von Anfang an, wir haben sehr transparente Kommunikation gepflegt, die wir vorher nicht so kannten. Das hat uns viel geholfen, gerade innerhalb der IT oder der gesamten IT dann auch die, naja, ich sag mal, die Absolution für so ein Projekt zu bekommen und auch die Unterstützung von vielen anderen Stellen noch aus. Und gerade der letzte Punkt, Tech is as a chance for change, ist aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man sowas auch als Treiber dafür nutzen kann, das Unternehmen in seiner Kultur ein wenig zu verändern. Das ist also das zum einen auch so ein bisschen die Antwort darauf. Wir haben die Assistenzen halt dementsprechend auch früh mit eingebunden, haben alle ihre Use Cases gekannt und haben sie halt auch dann gesagt, okay, eure Arbeitsweise wird sich verändern. Und immer über dieses, die Arbeitsweise wird sich verändern, gab es halt, ich sag mal, weniger Gemosere darüber, dass jetzt die eine Funktion bei Excel halt fehlt oder nicht. Das ging relativ gut von da an. Zusätzlich haben wir natürlich für die Assistenzen gerade noch eingeführt, dass wir, ich sag mal, persönliche Google-Trainer hatten oder Ansprechpartner, die halt immer zur Hilfe gestanden haben, wenn sie irgendwelche Fragen hatten. Die konnten die per Hangout pingen, da haben die einen Hangout gemacht oder so, wurden direkt mit den Tools quasi in Verbindung gebracht. Ja. Da ist noch Paul. Ist noch eine Frage? Jetzt, wo praktisch der Prozess, soweit ich das ja verstanden habe, abgeschlossen ist, ist dann im Nachgang sowas wie eine Schatten-IT entstanden, dass dann Leute angefangen haben, irgendwelche Tools dann aus Gewohnheit dann angefangen haben zu nutzen? Nein, also ich glaube, wir hatten mehr Schatten-IT vorher. Wenn ich mir Zahl von Dropbox-Nutzung, Traffic auf Proxys oder so anschaue, kann man sagen, dass früher mehr, ich sag mal, Dienste genutzt worden sind, die nicht hätten genutzt werden sollen. Dadurch, dass wir jetzt eine zentrale Plattform haben, wo wir halt auch viele, ich sag mal, schnell Tools einfach dran andocken können und sagen können, hier, die stehen auch unter Vertrag mit uns, die haben wir lizenziert, ihr könnt die nutzen, ist, glaube ich, nicht viel Schatten-IT entstanden. Was man dazu sagen muss, nach dem Thema, also wenn der Nutzer von seinem Training zurückkam, ist er an den Arbeitsplatz gekommen und durfte noch genau einen Tag danach seine Notes benutzen. Also, wir haben halt einfach die Mail-Schablonen gesperrt und er konnte keine E-Mails aus Notes mehr rausschreiben oder keine Kalendereinträge mehr erstellen. Da gab es keine Schattennutzung. Was man dazu sagen muss, bei Microsoft Office sind wir aktuell noch auf dem Stand, dass wir Microsoft Office und Google Docs parallel betreiben. Weil, wie gesagt, wir haben das jetzt gerade 90% ausgerollt, haben den Fokus auf Kommunikation gelegt und der Fokus auf Kollaboration wird halt quasi mehr in diesem Jahr erst gelegt. Wo man halt wirklich sagt, okay, jetzt können wir anfangen. Also Google Drive wird stark genutzt, aber Google Docs, ich sag mal, vielleicht 15-20% der Firma nutzen das. Das ist eine, ja, ich sag mal, eine Monitoring-Grafik, die wir einmal eingeführt haben, wo wir halt sagen, okay, wir haben halt, was halt auch interessant ist, wir haben alle Konten, die halt irgendwie hier drüben auf der linken Seite in dem gelben Bereich sind, sind halt irgendwo entweder Langzeitkranke oder Mutterschutz oder halt tote Konten einfach gewesen, wo wir halt gesagt haben, okay, oh, wir haben 800, ich sag mal, Lizenzen, die wir halt irgendwie über die Jahre verschwendet haben. Das räumt jetzt gerade im Moment auch noch so ein bisschen auf. Ja, und die 904 sind, wie gesagt, die Unternehmen, die wir noch migrieren müssen. Also alles in allem sind wir da bei 90%. Genau, und dann habe ich auf der letzten... Ich habe eine Frage dazu, und zwar, gelb heißt bei euch hier vorbereitet.
Genau. Was heißt denn vorbereitet? Vorbereitet auf die Google-Assimilation. Ja, genau. Also vorbereitet. Das Migrationsszenario war, ich sag mal, super gut für den User gemacht. Also super bequem. Das ist mehr so das Wattebäuschen gewesen, was die Nutzer da bekommen haben. Wir haben 20% unserer Nutzer als, ich sag mal, Key-User ausgebildet. Wirklich vor Ort Trainings den ganzen Tag mit allem Zip und Zap im Google-Atmosphäre. Mit, ich sag mal, Google Gimmicks, auch mit Google Kugelschreiber auf dem Tisch, Google Trainern und so weiter. Und die anderen haben ein Webinar bekommen, also quasi denselben Inhalt nochmal aufbereitet in ein Webinar mit Anleitung dazu und immer an den Use Cases orientiert. Also so wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben unsere Requirements gehabt, haben wir denen halt auch nachher dargestellt. Okay, so schreibst du eine E-Mail, so machst du den Text fett in deiner E-Mail, so kannst du eine Videokonferenzeinladung erstellen, so kannst du einen Raum buchen und so weiter. Und nicht Frontalschulung, einfach nur die ganze Zeit Beschallung, sondern wirklich an den Use Cases entlang immer darauf fokussiert, was interessiert den Nutzer. Und das vorbereitet heißt nun in dem Sinne, wenn der Nutzer das Webinar quasi startet, wird im Hintergrund die Migration für ihn gestartet. Ist er mit dem Webinar fertig, beziehungsweise 8 Stunden bis 12 Stunden später, ist die Migration für ihn durch. Und dann kann er komplett in Google arbeiten. Und das heißt, die Leute sind angeschrieben worden, hey, ihr könnt euch auf Google umstellen. Konnten sie halt nicht, weil sie langzeitkrank oder tot sind. Also als Konto tot sind. Und genau, das sind die vorbereiteten Nutzer. Weil was auch wichtig ist, du kannst bei so einer Migration kannst du nicht 2 Jahre der Vergangenheit innerhalb von einem Tag rüber migrieren. Das macht keine Schnittstelle der Welt mit da an der Stelle. Ja. War dieses Webinar, war das individuell erstellt jetzt irgendwie oder wurde wer hat das erstellt? Wir haben intern eine Akademie, die halt als Schulungs- und Trainingszentrum für, ich sag mal, externe Heizungsbauer und so unsere Produkte schult, aber halt auch interne IT-Trainer bereitstellt. Hm. Und die IT-Trainerin hat da halt einen riesen Job gemacht. Die hat alles das, was an, ich sag mal, es gab nachher so ein Booklet mit 80 Seiten, Pages drin, wo halt erklärt worden ist, wie sie die Aufgaben durchführen. Und das hat sie halt nochmal in ein Webinar nachher reingebracht. Mhm. Das auf Deutsch und Englisch. Und die Schulungsunterlagen gibt es auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Ich weiß gar nicht, was noch. Sind aber sehr firmenspezifisch. Das heißt, jetzt für andere Projekte wahrscheinlich nicht verwendbar, oder? Absolut firmenspezifisch. Okay. Also es ist kein Standard gewesen. Und deswegen meine ich auch, das ist sehr auf unsere Nutzer abgestimmt worden. Also auch so, was haben Sie früher mit Ihrem Dokumentenmanagement für Aufgaben erledigt? Wie können Sie das heute erledigen? Das ist sehr individuell abgestimmt gewesen. Also wir hatten vor 3 Jahren, haben wir für ASICS, also diesen Schuhlaufhersteller, in Deutschland die G Suite-Einführung gemacht und haben damals noch 100% geschult. Mhm. Sind da so durchs Land getourt, das waren über 10.000 Mitarbeiter, die haben also 100% Schulung bekommen. Und da hatten wir die Erfahrung gemacht, dass wir hatten die quasi am Abend vorher das G Suite zur Verfügung gestellt, den Nutzern, und dass sie dann in der Schulung schon quasi an ihrem Notebook oder wenn sie sowas hatten, konnten sie gleich sehen und mitarbeiten. Ja. Aber ich finde diese Idee mit dem Webinar finde ich toll. Also wir tauschen ja vielleicht auch noch Kontaktdaten aus, dass wir da nochmal sprechen können. Ja? Danke. Gerne. Also das war bei uns auch so, dass sie den Punkt, also dass sie während der Schulung halt ihr G Suite schon genutzt haben, das war auch so. Nur halt mit dem Unterschied, dass es bei uns, dass halt quasi ab dem Zeitpunkt, wo sie sich zum ersten Mal eingeloggt haben, die Migration automatisch im Hintergrund gestartet hat. Also vorher nur, ich sag mal, Altdaten bis zu 3 Monate vorher da waren und keine aktuellen Daten. Ja. Ich habe noch so ein paar Kennzahlen mitgebracht. Also wir haben 6 Monate seit dem Go-Live gebraucht und haben dann 9.500 Accounts drauf gehabt. Das sind ungefähr so 1.400 bis 1.500 pro Monat, die wir halt umgestellt haben mit dem Konzept. Klar, ein Big Bang wäre definitiv schneller gegangen, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen holpriger gewesen. Also so ist es relativ smooth verlaufen. Wir haben schon 15% unserer Mitarbeiter, die Bring Your Own Device Services mittlerweile nutzen, mit halt einfach Gmail-App, Google Calendar-App, Hangouts-App. E-Mail-Archivierung muss jetzt nicht mehr geschehen, weil ich habe halt genügend Speicherplatz. Früher hatte ich 100 MB in meinem Lotus Notes oder konnte das erhöhen bis auf 1 GB. Weil einfach da hängen Bandlaufwerke und all der Spaß halt dahinter.
Das muss halt jetzt nicht mehr geschehen. Das ist eine monatliche Anzahl, die wir archiviert haben. Jeder von uns nutzt 2-Step-Verification, also ein zusätzlicher Schlüssel der Sicherheit noch oben drauf. Wir hatten letztes Jahr im November schon 4.500 Google Meets und haben über 305.000 geshared Dokumente schon in Drive. Also wie gesagt, die Drive-Nutzung ist auch schon sehr stark da. Und vor allen Dingen, was halt interessant ist, die Google Meets-Nutzung. Ich habe das einfach mal in ein paar Zahlen gepackt, wenn ich halt sage, irgendwie, dass 10 Minuten am Tag von den 1.200 Leuten in ihrer Freizeit quasi an ihrem privaten Handy der Service genutzt wird, erspart unser Unternehmen jeden Tag irgendwie 200 Arbeitsstunden ein. Wenn ich bei den E-Mails sage, okay, eine Mail braucht ungefähr eine Sekunde, um zu archivieren im Archivierungssystem drin, was wahrscheinlich wirklich gar nicht so schlecht ist, sparen wir irgendwie im Monat 472 Arbeitsstunden ein. Oder halt auch durchschnittlicher Wert für eine Arbeitsreise sind 300 Euro für einen Trip. Wenn wir uns von 100 Arbeitsreisen nur eine einsparen, die wir jetzt mit einem Google Meet quasi durchführen, haben wir jeden Monat 14.000 Euro Savings bei 4.500 Google Meets. Genau. Das bringt mich zum Ende, zu sagen, was kommt jetzt. Also wie gesagt, das war aus meiner Sicht ist es erst the very beginning halt vom Arbeitsplatz der Zukunft. Wir haben eine Plattform geschaffen, wir haben Daten rüber migriert, aber dem folgt jetzt halt noch, ich sag mal, super viel Nacharbeiten, Konten aufräumen und so weiter. Und dann geht es halt darum, wir können jetzt eine komplett andere Hardware-Strategie fahren. Wir haben die Möglichkeiten, wir sollten unsere Infrastruktur- und Netzwerkarchitektur auch dem optimieren, dass wir halt Cloud-Services besser als mit riesigen Proxy-Architekturen bedienen. Integrationen von verschiedenen Business-Applikationen wie Salesforce, wie Asana sind heute schon mit drin, sind super einfach für uns als IT zu managen. Die Schnittstellen sind out of the box da. Da gibt es auch keine, ich sag mal, anfälligen Schnittstellen mehr, die irgendwie alle zwei Wochen irgendwie einen Fehler hochwerfen. Und der letzte Punkt halt, Developing Business Processes und Google Cloud Platform ist halt auch das Thema, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ich sag mal, die ganze Google Cloud, nicht nur G Suite, sondern die ganze Google Cloud dazu zu nutzen, um einfache Prozesse abzubilden, um die Storage-Dienste zu nutzen und alles das, was damit hinten dran hängt. Gut, dann darf ich mich zum einen für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen aus der Zeit gelaufen. 45 Sekunden. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, gerne oder halt im Nachgang. Danke. Yeah.